Willkommen zurück, Freunde. Heute gibt es mal wieder ein paar neue Karten, die ich mit euch mal kurz besprechen möchte, denn ich finde die ziemlich cool. Das sind die Karten aus dem neuen Monster Pack, Legendary Monster Pack, ganz wichtig. Und das sind Remakes von bereits existierenden Karten. Und meistens gibt sich Konami da ein bisschen Mühe oder zumindest gibt uns ein bisschen Kontext. Wir haben heute vier verschiedene Karten und die gucken wir uns heute einmal an. Viel Spaß damit! Die erste Karte für heute ist der Mystical Elf Mystical Burst Stream. Diese Karte hier ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe die Karte zuerst gesehen, dachte mir so, die Szene, die wir auf der Karte sehen, macht halt gar keinen Sinn. Das ist die mystische Elfe mit dem weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Ja, und dann hat mir jemand geschrieben, das ist die Szene aus dem Anime, wo Yugi das Monster geklaut hat und gegen den Fake Kaiba gekämpft hat. Ja, natürlich erinnere ich mich daran, dass genau diese Szene genauso passiert ist. Natürlich nicht, aber es ist eine sehr ikonische Szene aus dem Anime. Jetzt halt die Frage, what do? Also erst einmal ist es halt so, wenn ihr die Karte auf der Hand habt, die hat einen Quick-Effekt, wenn euer Gegner einen Effekt aktiviert und ihr habt ein Level 5 oder höher normales Monster, könnt ihr die von der Hand spezialbeschwören und den Effekt annullieren. Das ist schon mal nicht bad. Das ist also für einige Decks spielbar. Der zweite Effekt ist sehr interessant. Während der gegnerischen Battle Phase könnt ihr ein normales Monster von eurem Friedhof zurückholen und dann kann nur das Monster angegriffen werden und es muss angegriffen werden, wenn möglich. Ich verstehe nicht, in welchem Szenario das hilfreich sein sollte, aber ich glaube, der erste Effekt, der Negate-Effekt, ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Karte hat legit Potenzial, auch in manchen Decks, wenn man mit Dark Magician, vielleicht sogar Blue Eyes, who knows, gespielt zu werden und vielleicht sogar in Zukunft, falls ein anderes normales Monster-Deck rauskommt, was Level 5 oder höher hat, Metal Force zum Beispiel, dann kann die vielleicht auch gespielt werden. Denn ich glaube, die ist halt gar nicht so schlecht, wie man sich das von vornherein vorstellt. Die ist nämlich Level 4, generisch, Licht, Hexer. Da gibt es eine Menge Support. Who knows? Kommen wir zur nächsten Karte. Und das ist eine Karte vom guten Seto Kaiba, nämlich der Kaisergleiter. Und den haben wir jetzt hier. Kaisergleiter Golden Burst. Erinnert mich ein bisschen an Goldfinger von James Bond. Aber die Karte hat auch mehrere Effekte. Der erste Effekt ist, du kannst ein Monster tributieren. Und die Karte von der Hand spezialbeschwören. Der Effekt ist halt bad. Ich meine, das ist ein Level 6 Monster. Das haben sie jetzt nicht geändert, sondern so gelassen. Ja, dass er sich spielen kann, ist halt jetzt nicht so krass. Das kann manchmal helfen, vielleicht ein paar Effekte zu dodgen, die dieses Monster wählen, was sie tributiert. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur minus 1 Play. Das würde nicht so viel Sinn machen. Aber es ist ein Level 6 Licht-Drachen-Monster. Das könnte eventuell relevant werden. Von daher, wer weiß. Und wenn die als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, können wir Monster von ihnen erwählen und die ATK von dem Golden Burst werden zum selben ATK wie das Monster, was ihr gewählt habt. Ja, das ist halt okay, ist aber jetzt auch nicht krass, ne? Es ist eine Karte, die könnte man theoretisch vielleicht irgendwo Nische spielen, aber ich glaube nicht, dass sie zum Einsatz kommen wird. Die nächste Karte ist einer meiner persönlichen Fan-Favorites von denen, die wir jetzt hier haben, weil ich auch die Originalkarte sehr, sehr gerne mag. Das ist eine Karte von Joey und wir haben jetzt einmal hier Giltia, the Magical Knight, Soul Spear. Das Artwork finde ich super cool. Allerdings, was macht die Karte? Die ist ein Level 5 Monster und die hat die Fähigkeit. Wenn du keine Monster kontrollierst, darfst du diese Karte normal beschwören, ohne Tribut anzubieten. Nicht so ein krasser Effekt, ne? Hat mir jetzt nicht umgehauen, sagt mir so, wow. Der zweite Effekt alles ist ziemlich cool. Wenn die Karte normal beschworen wird, kannst du ein Monster vom Gegner banishen, das eine höhere ATK hat oder gleich zu dieser Karte. Dieser Effekt, der fehlt nicht. Das heißt, dieser Effekt geht prinzipiell plus. Der ist ein guter Effekt. Kann nicht einfach gestoppt werden, aber der ist erstmal ein cooler Effekt. Enormity und sagt Banish. Der zweite Effekt ist aber der interessant ist. Ihr könnt nämlich eine Karte discarden und dann könnt ihr, haltet euch fest, etwas suchen. Entweder ein Level 7 Dark Drachenmonster, ein Level 6 Dark Machine Monster oder ein Level 5 Water Warrior Monster. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Attributekombination schon mal gesehen. Joey, klär mich auf. Weirder Flex, aber es geht weiter. Stimmt, wie du sagst, die Insektenkönigin, die haben wir nicht dabei. Ihr könnt natürlich mit dieser Karte alle von Joeys Bossmonstern suchen aus dem Battle City Arc, bis auf die Insektenkönigin. Ich weiß nicht warum nicht, aber die Karte nicht. Aber Jinzo, der Red Eyes und der legendäre Fischer sind halt super mit der Karte. Aber sie ist generisch. Das heißt, alles, was sie jetzt hat, kann die suchen. Es gibt aktuell noch keine krassen Targets, aber das heißt ja nichts, das kann sich ja noch ändern. Vielleicht auch die Remakes von den jeweiligen Karten, auf die können ja gesucht werden. Man weiß ja nie, was da noch so kommen kann. Dann haben wir die letzte Karte für heute. Die hat natürlich auch wieder ein sickes Artwork und wahrscheinlich auch die spielbeste Karte von diesen ganzen Karten hier sein. Und das ist diese Karte hier. Ich lese den Namen kurz mal vor, der ist nämlich ziemlich lang. Harpies Pet Dragon, Saint Fire Giga.
Harpy's Pet Dragon, Fearsome Fire Blast. Ich habe keine Ahnung, wie der bei uns heißen wird, aber so in der Richtung. Ist ein Retrain vom Harpien-Spieldrachen. Der erste und dritte Effekt sind Once per Turn, der zweite nicht. Ihr seht gleich warum. Wenn du an Level 6 oder niedriger Windmonster kontrollierst, kannst du diese Karte hier von der Hand spezial beschwören. Das ist schon mal ziemlich gut. Ne? Not gonna lie, guter Effekt. Er ist ein Harpien-Monster, höheres Level, der sich selber spezial beschwören kann, wenn ihr ein anderes Monster habt. Legit, ziemlich gut. Und der ist halt Level 7, das ist ganz, ganz nice. Wenn ihr den kontrolliert, Harpien-Monster Level 6 oder niedriger können nicht für Angriffe gewählt werden. Der Effekt ist halt vollkommen egal, der macht halt gar nichts. Der andere Effekt ist aber ziemlich cool. Wenn diese Karte vom Feld auf den Friedhof geschickt wird, dann könnt ihr ein Winged Beast Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Und das ist jetzt, wo es interessant wird, denn wir können damit halt generisch Winged Beast Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Harpien bieten sie natürlich an, weil es ist das Deck, wo es gespielt wird. Aber ihr könnt auch Nerval damit schicken und dann halt ein Tribegate Monster suchen, was, wenn wir halt Harpien mit Tribegate mischen wollen, halt ein ganz guter Interaktionspunkt ist. Dann könnt ihr auch ein paar Harpien-Karten im Friedhof senden. Es gibt noch keinen großen Pool, wo das wirklich relevant ist, aber das ist halt auch wieder so ein semi-generischer Effekt für ein Attribut und einen Typen, der relevant werden können. Die Frage jetzt von mir, was denkt ihr zu den Reprints? Ich persönlich finde, bis auf den Kaisergleiter, eigentlich alle ziemlich cool, also die Artworks sind alle ziemlich sick, verstehe mich nicht falsch, aber von den Effekten her sind die anderen drei so ein bisschen spielbarer, sagen wir es mal so. Das war's für heute, lasst mir auf jeden Fall mal gerne mal ein Like und ein Abo da für den Channel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.